Lass uns das nochmal versuchen für Garona. Seid auf der Hut. Und am Anfang dachte ich, weil du kannst ihn aktivieren, aber genau, du hast ihn dann nur angemacht. Und er kommentiert dann alles, das was. Ich habe eine halbe Stunde auf den eingekloppt, da habe ich nochmal neu geladen. Das Vieh ist, ich weiß nicht, welches Level es hat, er muss Level 50 sein oder so. Das Vieh ist richtig stark. Also ich habe mit meinem Rohr auf den eingeprügelt, wie eine Bekloppte. Ich spiele eine Olle. Habt ihr immer noch nicht aufgegeben, Magier? So, jetzt lasse ich die hier mal kurz reden. Wow, finde ich interessant. Ich noch lebe. Ich werde dann kannst du aber den Verteidigungsmodus anmachen, der war auch geil. One Hit. Gleich weg. Ich mag, wenn irgendwas in dem Spiel explodiert, ist es ja immer gleich eine Atomexplosion, weil ja alles mit Atomenergie, also mit nuklearer Energie betrieben. Wenn irgendwie Autos in die Luft gehen, wumms! Ja, richtig geil. Schnell! Zerstört diese Scheuser! Mega runter, wumms. Vergiftet sie Katka eigentlich jetzt? War das schon längst, oder? War das schon? Ach, das war da vorne. Also, die Quest, wo er das erste Mal Garona hier festgenommen hat. Hm. Ich weiß nicht, weil ich gehe mal davon aus, dass sie sie gerade abgegeben hat. Sie liegt da übrigens sehr schön breitbeinig. Apropos breitbeinig. Domi kennt den Namen vielleicht. Gino von Rocket Beans? Yep. Der Fitnesstrainer, den sie da haben? Der macht ja jetzt immer Gino Plus, der macht immer so eine 1-2-Minuten-Folge, wo er so Aufwärmübungen und so kleine Übungen für zu Hause zeigt. Und da holt er sich halt immer die geilsten Weiber von Rocket Beans TV und macht dann so eine Beckenbodenübung, die halt wirklich aussieht wie so Vorbereitung für Analverkehr. Und vor allem er kichert dabei und lacht dabei immer. Und die Frauen, die gucken dann auch immer so angegeben, weil Gino ist kein hässlicher Typ. Das ist so ein großer, breiter, muskulöser, der sieht halt nicht aus wie einer, der den Leg Days skippt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Gino sieht halt auch noch aus wie ein vernünftiger Typ. Und der ist auch nicht blöd, aber Deutsch kann er nicht. Zumindest hat er Tiefseemine hat er mit IE geschrieben. Also Mine. So. Erstmal hier. Außerkontrolle. Zu Gul'dan. Sprecht mit Erzmager Katka außerhalb von Klingwoods Kommandoposten. Nördlich Dallas. Das kommt jetzt auch. Boah, die Quest war so ätzend. Oh ja. Warst du auch mal zu ungeduldig? Ja, die war so ätzend. Ich habe bestimmt eine Stunde für die beim letzten Mal gebraucht. Mal gucken, wie lange ich die da habe. Es geht alles von unserer Zitadellenzeit ab, Leute. Ja, hat er mit Miriam, ich dachte Miriam, weil die war bei Beards, hatte die so ein Gastwirtinnen-Outfit. Und Gastwirtinnen sind ja meistens diese vollbusigen, fetten Weiber in Mittelalter- oder Wikinger-Settings. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Ja. Da hatte ich mir, Miriam, ja, typisches Gamer-Girl. Die haben sie jetzt, bei Gino habe ich sie ja mal normal gesehen. Und da dachte ich mir, wo nehmen die Rocket Beans eigentlich mal diese Weiber her? Weil wenn ich so gucke, bei so Sachen, die ich früher geil fand, so Buff.de, wo ich mich heute für schämen würde. Domi kann das, glaube ich, nachvollziehen, oder? Ist Buff.de für dich heute noch eine Quelle von Informationen? Nee, nicht wirklich. Für mich auch nicht. Und wenn ich mir da so die Weiber angucke, die hatten mal eine vor 10 Jahren oder so. Hier, Annette, weiß ich nicht, wie die hieß. Annette halt. Die sah gut aus. Seitdem ging's bergab. So, zu Gul'dan. Garona übernehmen Sie. Infiltriert mit Garonas Hilfe Klingwoods Kommandoposten. Setzt Ihre Talente geschickt ein, um die Wachen zu eliminieren, ohne bemerkt zu werden. Sucht nach Geheimdienstinformationen der Eisernen Horn und spioniert Gul'dan. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt fliege? Und haltet euch bedeckt. Dann wirst du entdeckt und darf hier von anfangen. Ja, tatsächlich. Schade aber auch. Bam, bam, da. Na, wo ist sie denn? War übrigens gerade noch Dresden. Auch Dresden? Auch Dresden. Bonn, Marcel Domi hat dir ja ein Video geschickt und du weißt, was du an Silvester verpasst hast. Ja. Außer deinem Geschlechtsverkehr. Abgesehen davon, den hast du ja. Der war nicht an Silvester. Ja, gut, das, tatsächlich habe ich diesen Gedanken sogar mit Domi geteilt. Vielleicht erinnerst du dich, Domi, weil ich gesagt habe. So, Marcel rattert ins neue Jahr und dann hast du ja irgendwie so ein Foto von Rackler. Ich so, da sitzen mehr als zwei Personen. Wahrscheinlich habt ihr mit der Familie oder so, ne? Mit ihrem Bruder und seiner Freundin. Ah, okay. Oh Gott, Doppeldate. Ihr seid ja richtig pervers. Ist ja widerlich. Dafür drei um durchgewechselt. Durchgewechselt. Hä? Die hat Alarm geschlagen, keiner hat reagiert und trotzdem habe ich verkackt. Meine Fresse. Gott, okay, das wir sind heute. Zu gut. Ja, weil dann ist so Alarm schlagen, der braucht noch eine halbe Stunde zum Casten und du killst ihn in der Zeit und es interessiert keine Sorge.
Wollen wir 5 Sekunden warten für ihr verkacktes Attentat? Ich hab echt Bock auf Star Wars am Sonntag. Ich auch. Obwohl wir ja immer noch diese Dreckskiste machen müssen auf Crash. Worauf ich wiederum weniger Bock hab. Hey, du bist tot, warum lebst du noch? Du bist tot, warum lebst du noch? Yes! Lululu! Das ist zu weit entfernt. Zu weit entfernt am Arsch! Der Zauber ist noch nicht bereit. Hä? Moment, hast du die Quest gerade für mich gemacht? Nee, wieso? Ich hatte gerade infiltriert den Kommandoposten. Jetzt muss ich Geheimdienstinformationen. Da war ich schon längst. Also nicht gerade vor 2 Sekunden, nee? Nee. Vor 2 Sekunden ist die Quest für mich an diesem Punkt angekommen. Also fertig. Sprich, ich kann gleich rechts abbiegen. Ich brauche da hinten nicht rein. Ich bin außer Reichweite. Aber komm, Garona. Du hast mal wieder gecheatet, ne? Ich sag nur die eine Quest an Nagrand, wo ich dann eine halbe Stunde außen rumgelaufen bin und dann gemerkt habe, oh, du hast die Quest schon abgeschlossen. Für mich ist das Tor jetzt offen. Ich hätte nur einen Schritt nach vorne machen müssen. Das war echt das Beste. Garona! Was da los? Die stand gerade hinter so einem Scharfschützen. Und kam zurückgeportet. Blöde Fotze. Aber ich habe jetzt... Schon wieder! Jetzt bring ihn um! Boah, ich zieh den gleich ran und mach den selber platt. So, liebe Kinder, was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Außer du Fallout, das wissen wir jetzt. Das andere weißt du auch. Oder soll ich es nochmal öffentlich erzählen? Hab's wieder vergessen. Es ist viereckig und hängt an meiner Wand. Und ist zweimal... Achso, ja, deine Bilder, ja. Richtig. Nee. Et Monsieur Boris? Ich will was zu anziehen. Ein OP. Was? Denn. Dieser Zauber ist... Was zum Anziehen? Ne, also solange keine Socken sind das Schlimmste. Klamotten an sich sind ja cool. Im Idealfall noch welche, die du unbedingt haben wolltest, beziehungsweise die du dir sogar selber ausgesucht hast. Hashtag Motorhead. Das habe ich ja inoffiziell zu Weihnachten bekommen. Volltreffer. Cool. Befehlsdokumente. Ich musste gar nichts machen. Grommasch hat mir hier noch Bilder ausspielen. Eine Herr wieder. Interessant. Anscheinend meutert der Clan des blutenden Auges. Fällt die eiserne Horde etwa auseinander? Nennt man das auch Meuterei, wenn man an Land ist? Ja. Echt? Also sie haben das hier gerade gesagt, das klang echt falsch. Um nicht zu sagen, Kacke. Meuterei? Oh, Garona hat es jetzt endlich mal wieder geschafft, den Mann wirklich zu töten, ohne ihn einfach nur... Garona ist ein GM, sie lässt Sachen despawnen. Garona ist Yui. Okay. Och, Garona, jetzt lässt sich schon wieder ein Scharmützler der Gromka despawnen. Warte, 3, 2 und da ist er auch schon weg. Ich muss nicht mal runterziehen. Aber mir gerade auf, ja. Garona hat heute Bock. Kann ich noch. Da, jetzt hat sie wieder jemanden gekillt. Läuft. Garona, mach deinen Job. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aber hier Gul'dan ausspionieren muss ich, glaube ich, selber machen. Oder du bist noch nicht angekommen. Nee, ich komme da gerade hoch. Ja, ich bin hier schon um. Ich bin im Endeffekt schneller gewesen als du. Ja, weil du ja nicht mehr rein musstest ins Gebäude. Weil er gecheatet hat. Du lügst doch. Ich habe aber noch ein G13 von Logitech bekommen. Das ist so ein Gameboard für MMOs, was ich immer noch nicht eingestellt habe, weil das echt kompliziert, was heißt kompliziert, echt aufwendig ist. Na, ich hab's gesehen, du hast ja das Foto davon geschickt. Hab ich? Mein Pip-Boy. Ich bin jetzt hier bei Gul'dan. Okay, es hat mich gezählt. Siehste! Repaid! Ihr hattet Siege versprochen. Dass man das nicht in derselben Instanz machen kann, wäre irgendwie noch viel leichter. Dann können wir mal gleichzeitig 2 killen. Der Tod eurer Männer. Dieses Cinematic habe ich zu dem Zeitpunkt geguckt, als ich irgendwie Level 100 war und wir dann das Let's Play irgendwie angefangen haben und da noch in hier am Anfang in, sag schon, bei Raggi waren mit Level 100, falls ich noch ganz am Anfang, also letztes Jahr, vor
vor über an ein und einem Vierteljahr oder so. Na, circa ein und ein Vierteljahr. Ihr habt alles verloren. Aber dafür hast du deine Axt wieder, Krumm. Nur noch eine Wahl. Ging gerade um die Axt von seinem Sohn. Und erfüllt euer Schicksal. Ja, aber rennt dein Sohn auch mit einer Level 70 Waffe rum? Ganz entschuld. Gift wird uns alle verdammen! Wieso ist das Septum von Grom eigentlich nicht gleich lang? Die eine Seite ist da kürzer als die andere. Echt? Ja. Ja, was heißt denn kürzer? Hat er nicht gut reingeschoben. Es kann ja gar nicht schief hängen, oder? Wird als erster so ein Ring, der muss doch immer gleich hängen. Eigentlich schon, aber ich habe heute in der Bahn auch wieder so einen Typen gesehen, bei dem es halt so schief hängt. So die eine Seite ist schiefer als die andere. Das ist wahrscheinlich schief so durchstochen worden. Achso, er hat auch so ein halbes. Okay, ja gut, dann hat er es nicht richtig reingeschoben. Ihr wisst, was zu tun ist. Ist Killrock als Teufelsorg ziemlich cool. Wie hat er sich eigentlich sein Auge rausgeholt? Man hätte einfach ich will jetzt keine Gewalt forcieren, aber man hätte einfach ein Messer nehmen können und so plopp machen können. Aber der muss ja mit so einem Wolverine-Clown da rangegangen sein. Der hat drei Namen am Auge. Oder er musste mehrmals ansetzen. Nee, so geht. Nee, Moment, wartet kurz, Jungs, geht gleich los. Der kleine Killrock mit 10 oder so. Mit der Macht. Ach, der Sprecher von Gul'dan ist die männliche Hauptrolle in Tales from the Borderlands, fällt mir gerade wieder ein. Er klingt offensichtlich, nicht öffentlich, ganz anders. Troy Baker ist das, der ganz viele wichtige Rollen spielt. Garona, übernehmen Sie. Ab Borderlands, da brauche ich ja erstmal deine Welt wieder. Gul'dan ist seit unserer letzten Konfrontation noch stärker geworden. Er muss nach wie vor in Kontakt mit der Legion stehen, ihn aufzuhalten, ist wichtiger denn je. Der letzte Vorstoß. Sprecht mit dem Fraktionsführer in eurer Garnison und schließt die Quest zum Bau einer Schiffswerft ab. Kakka wird zu euch kommen, wenn sie fertig ist. Seid wachsam. Kakka wird zu uns kommen. Ach, so, Garona. Ja. Meine Garona. Oh, meine ich werde Garona. Alles tun, was nötig ist, um Gul'dan zu stoppen. Wohin er dich auch führt, ich folge euch, Kommandant. Domi, hast du eigentlich mittlerweile gesehen, wie die das jetzt regeln mit den Nebenhandsachen in Legion? Nee. Moment. Katka ist in der Werft. Naja, gut. Richtig. Du generierst quasi deine Nebenhandwaffe. Also sprich, du hast nur noch eine Waffe an. Also du hast dann als Heilschaman auch kein Schild in der Nebenhand, sondern deine Haupthand generiert dir ein theoretisches Schild. Wenn man das so nimmt. Mhm. Was aber ziemlich cool ist, zum Beispiel, was auch das Lore-Problem stoppt. Du würdest ja demnach nur... Du würdest ja demnach nur einen Doomhammer tragen können. So generierte der Doomhammer aber in der Nebenhand noch so einen Lava-Hammer, der richtig awesome aussieht. Also ein Raggi-Hammer quasi. Also ein Hammer, der nicht aussieht wie Raggis Hammer, sondern ein Hammer, der aussieht wie Raggi. Pure Lava. Geil. Super geil. Wir werden einen Und dein Schamanschild oder zum Beispiel diesen Schädel von Gul'dan, den irgendein Hexen, ich glaube der Gebrechen-Hexenmeister da hat. Oder ist das der... Nee. Doch, ist glaube ich der von Gul'dan gewesen. Ich weiß es nicht. Den generierst du dir halt auch so virtuell dahin. So, der letzte Vorstoß. Kommt heil wieder. Hoheit auf See. Wertet eure Werft auf Stufe 2 auf. Längst erledigt. Kein Offizier und Gentleman. Schließt die legendäre Marinemission ab, bis ihr ruft des Meisters besiegt und eine Seekarte drin hat. Brauchen keinen Bibliotheksausweis. Sammelt 33 Folien des Chaos von den Bossen in der Heimfeld-Zitadelle ein. Gott sei Dank. Hast du schon abgegeben, also angenommen? Ja. Yep. Gut, dann können wir jetzt. Alles passiert. Höhenbrecher. Waren zum Glück auch nur in Anführungsstrichen 30. Ich habe gerade wirklich Anführungsstriche so in die Luft gemalt. Nur 30 Minuten. Da kannst du mal sehen. Für so ein Bullshit. Ich schicke mal meine Schiffe los. Ich habe heute übrigens mal wieder zwei Schiffe verloren. Nach langer Zeit. Ui. Ich will es ja nicht. Gut heißen. Die Höllenbresche, warte mal, was war denn da der dritte Boss? Musste man da schon rein oder war er noch draußen? Ich glaube, der war noch draußen. Ich glaube, die waren vergleichsweise. Achso, jetzt kann ich ja Garona mitschicken. Reicht das? Garona hat irgendwie gar kein Item-Level. Bei mir ist voll Kacka. Garona alleine holt 83% für eine Mission.
Scheiße, ich muss der Garona direkt deaktivieren, weil ich zu viel aktiv habe. Und cool!